die Abenteuer meiner Spielzeuge. Liebling, Peppa, Schorsch, was für ein wundervoller Tag in der Natur. Und unser Tee ist auf dem Feuer richtig lecker geworden. Würstchen und Süßigkeiten auf dem Feuer. Richtig lecker. Liebling, es dämmert. Vielleicht sollten wir die Lampe anmachen. Lampe, wo ist die denn, unsere Lampe? Babs, ich hole sie. Sie war noch vorhin im Zelt. Hey, hier ist die Lampe. Mutti, Vati, ich habe die Lampe geholt. Peppa, drück bitte auf diesen kleinen grünen Knopf da. Welchen Knopf? Etwa den hier? Oh, sie ist an. Familie, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Ich habe uns Schlafsäcke mitgenommen. Schlafsäcke? Papa, aber was ist das? Huch. Irgendein Häuschen? Kinder, der rote Schlafsack ist für euch. Geht ins Zelt. Hurra, ins Zelt! Komm schon! Schorsch, krabbel zuerst rein und ich nach dir. Super. Liebling, ich glaube, unsere Kinder sind eingeschlafen und wir können noch in Ruhe Tee trinken, zu zweit. Gute Nacht. Liebling, es hat abgekühlt zum Abend. Hier, nimm den Schal, deck dich zu. Danke, Liebling. Schorsch, schläfst du schon? Schorsch, schläfst du schon? Nein, Peppa, ich schlafe noch nicht. Schorsch, sieh mal, was ich da habe. Das ist eine Taschenlampe. Das ist ja toll. Gib sie mir mal. Schorsch, sieh mal, wie ich dich erschrecken kann. Sieh mal, was meine Taschenlampe alles kann. Hopp. Toll. Soll ich dir noch etwas zeigen? Was denn, Peppa? Ein Schattentheater. Warte hier. Hoch, Peppa. Was machst du denn da? Du meine Güte, Peppa. Wuff, wuff. Guck mal. Sieht wie eine Spinne aus, oder? Nein, Peppa, finde ich nicht. Und jetzt? Peppa! Hilfe, Hilfe! Eine Spinne! Peppa, hilf mir! Schorsch, was war das? Eine echte Spinne! Mutti! Was sind das für Schrei? Kinder, was ist los? Kinder, schlaft ihr etwa noch nicht? Mutti, wir haben eine echte, große, riesige Spinne gesehen. Kinder, schlaft ruhig. Papa und ich schlafen bei euch, damit ihr keine bösen Träume mehr habt.